Hallo und herzlich willkommen, hier sind wir wieder in der Porno-Arena von Pokémon. Nachdem wir hier unsere etlichen Höhepunkte hatten mit einem kleinen Kochintermezzo, fliegen wir mit dem nächsten Höhepunkt raus über diese geile Bitch drüber. Der Guido redet. Am Guido vorbei. Also ja, wir reden immer mit ihm. Nein. Doch, wir reden immer mit ihm. Und ich habe jetzt keinen Bock. Ihr trainiert sich immer Pokémon gegeneinander in Kämpfe anzutreten, aus denen sie diesen verletzt vorgehen. Und das alles mit dem Vorwand, sie besser verstehen zu wollen. Ich bin nicht der Einzige, der für das Grausame. Lass dich einfach mit deinem Pokémon sprechen. Da ich mit Pokémon aufmerksam bin, fällt es mir leicht, mit ihnen zu sprechen, als wenn es Menschen. Denn Pokémon belügen dich niemals. Du bist Flambirex, richtig? Nein, ich bin Jakobit. Spanferkel. Erzähl doch mal, was ist Osama für ein Trainer? Verstehe. Osama ist in Avencia geboren und aufgewachsen, lebte zusammen mit der Mutter und dem Pokédex war der Anlass, zu seiner Abenteuerreise aufzubrechen und die Welt zu erkunden. Offenbar vertraut es dir voll und ganz und da fällt mir ein Stein vom Herzen. Wenn auch nur alle Menschen so mit ihren Pokémon in Eintracht leben können, dann bräuchte ich die Pokémon gar nicht von den Trainern zu befreien und jeder Mensch wie Pokémon sehr eine leuchtende Zukunft voller Glückseligkeit entgeben. Jesus benutzt den Plasma, um zwei besondere Steine in seine Gewalt zu bringen. Der Lichtschatten, der Dunkelstirn. Als das legendäre Pokémon 1 seine sterbliche Hülle ablegte, wurde es zu Stein und fiel der Geburt eines Helden harrend in den tiefen Schlaf. Und er der solchen Drachen-Pokémon aus seinem steinernen Panzer ins Leben zurückrufen und sein Freund werden. Auf diese Weise wird die gesamte Welt mich als Helden ansehen und mit mir untertan werden. Mein Traum ist, dass die Welt auf dem Weg der Gewaltlosigkeit zu verändern. Denn wer die Dinge mit Gewalt ändert und sucht, ruft zwangsläufig Gegner auf den Plan. Und die Leidtragenden sind letztendlich doch nur die unschuldigen Pokémon, so hilft der Trainer. Pokémon sind Kinder dieser Welt und Lebewesen wie wir. Daher verdienen sie es, mit Achtung behandelt zu werden. Und glaub mir, es zerreißt mir völlig das Herz zur Verwirklichung meiner Pläne, einen solchen formidablen Trainer wie dich von seinem Pokémon trennen zu müssen. Du wirst ja faselt, wenn er redet. Was du faselst, wenn du redest. Ja, das ist unglaublich. Jetzt reden wir mit Guido schnell. Okay, dann reden wir wieder. Mehr leid. Ach Gottchen, ich dachte, du hast mich vergessen. Einsame Spitze. Wenn du da aus der Kanone herausgeschossen kamst, du. Nee. Das war ein fantastischer Anblick. Ach ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg über die Arena-Leiterin. Also so lange hat es doch gewollt von denen. Das kann ja nicht so richtig mehr sein hier. Das ist ein Schild, Alter. Nein! Und auf. Oh Gott. Okay. Han Aero City. Stimmt, da ist ja im Hintergrund immer noch der Ton von Pokémon. Nein, nicht nochmal. Ich hasse es. Ganz schön, du musst ja Masten 3-4 mal hintereinander machen. Hast du Kabel gehabt? Ich denke. Ich weiß nicht, ob du kannst. Ist da noch einer? Ja, da sind 3-4. Ich will auch einen haben. Nee, darfst du aber nicht. Ich darf. Ein Juicy Fruit. Oh, Alter. From Ripley. Die Holzbleiben sind tückisch, darf nicht auf ihn verweilen. Schon wieder Geld. In Millionen. Milliarden. Nein. Sind es Chinesen? Das sind doch Chinesen, oder? Ja. Sprichst du Chinesen? Du sprichst. Nein. Du sprichst. Nein. Du sprichst mich also tatsächlich an. Ein Trainer von deinem Format, so mag ich's. Trainer. Hier, diese TM ist für dich. Das sind jetzt die, wie heißt der Typ? Kim Jong-il. Kim Jong-il, die Chinesen. Das ist ein Koreaner. Mit dem Radestrahl kann ein Pokémon den Wert des Spezialangriffs erhöhen. Mit etwas Glück werden seine Attacken also immer stärker und stärker. Geile Sache. Was sind dies für eine? Rocko. Ich wollte zum Turm des Himmels, aber ich habe mich verirrt und werde hier meditieren. Herausforderung von Rocco. Enzo. Will Chica. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ja.
Gatsi wird größer. Oh nein. Das kann es aber nicht sein. Und los. Hoffen wir es. Ich bin immer noch gespannt, wann wir das erste Mal werden niemals auf ein wenig Uratytox treffen. 50! Kopfstoß. Nein. Kopfstoß? Nein. Schau mal, was ist, wie viel stark das ist. 5 wahrscheinlich. What the fuck? Der war 5 AP und 80 genau. Dabei selber jede Menge Schaden. Nein, das wollen wir nicht. Nein. Außerdem braucht es doch 2 Runden, weil er eine Runde sich duckt. Echt? Ja. Okay. Jetzt möchte ich aber schnell mal was nachschauen. Okay. C, Pokédex. Kann ich irgendwas suchen? Start. Start ist. Nein. Pokédex. Muss man ein Pokédex sein? Start, ja. Ich will nach Name. Uratytox. Ja, jetzt hätte ich auch den ersten Mal diesen Namen richtig. Ne. Bestimmt braucht ihr auch so lange. Uratytox. Unrat. Uratytox. Nein, wir sind schon vorbei. Oh. Jetzt bin ich die. Wir können auch hinfliegen. Nein, nicht jetzt. Okay, nicht jetzt. Das brauchen wir auch erst in der Arena. Und vergift den Arena-Leiter. Und probiert er. Wir könnten alle Uratytox fangen. Dann kann jemand mir die Mülleimer ausräumen. Den Arschtrainer haben wir schon. Den haben wir schon. Haben wir wieder schon? Ich frage mich immer, wo der den Pokédex hat, dass sie das alles sofort ziehen. Ich bin in seinen Schwanz gebunden. Das gab's doch in der letzten Mission auch schon, oder? Nee. Keine Ahnung. Ich weiß, es kommt so häufig. Immer in anderen Formen. Da gibt's so viele ähnliche Viecher. Wenn mir gerade keins einfällt. Was ist eigentlich ein Tichilla? Für ein Viech. Keine Ahnung. Ja. Ein Chinchilla. Es gibt Tiere, die heißen Chinchilla. Chinchilla. Ja. Chinchilla, Chinchilla. Handgetarnte Typ. Oh ja, ich habe ihn fast nicht gesehen. Ich glaube, es ist eine Frau. Aber auch. Es ist eine Frau. Ein Frau? Ja, es ist eine Frau. Die will auch vögeln. Rosario. Ja, oder nicht. Ich glaube, es ist nicht effektiv. Ich glaube, das ist ein Exhibitionisten-Pokémon. Es wartet nur noch drauf, oder? Ja. Was ist das da oben? Da war das ganze Fetter. Ja. Und den anderen haben wir verloren. Und so verfehlen wir das schnell. Oh Mann, der 98 EP. Das ist so ein Cheater. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Mann. Oh mein Gott. Und es winkt die ganze Zeit. Was ist das? Es schaut glücklich und winkt. Schau mal, das ist eine Nutte vom Straßenstrich. Ja. Er hat so lange Haare, stützt dir ein Haar und winkt allen Vorbeifahrenden. Das hat einen Trassler auf dem Kopf. Das hat sich die Kappe auf dem Kopf geklatscht. Bewegt sich, die Haare bewegen sich. Alter, was geht mit dem Display ab? Ja, die wird immer langweilig. Achso, die Kameramann, oder? Der fährt einen und schwankt dann. You slap the bitches hard. Oh mein Gott. Navi-Teil. Das kennen wir ja schon. Aber jetzt haben wir verdammt viele neue Pokémon gesehen, nebenbei. Es waren gerade einige. Ich hoffe, dass wir schon Level 50 sind und dann kommen in 6 Orden. Stimmt.
heftig. Endkampf. Holen wir uns das. Ja. Holen wir uns den Pokéball? Ja, nein. Dagegen. Fängt für dich halt gerade noch. Ja, ich bin jetzt gern Zerschneiderer. Zerschneider. Hä? Ja. Achso, haben wir ja noch, oder? Haben wir. Ja. Aber ich kann zu Gras entfernen. Ich weiß. Das ist gut, ja. Geht die schlimmer. Ja. Ja. Ich hatte der ersten Edition. Falls du es noch nie ausprobiert hast, hier. Ich habe da teilweise mal ganze Felder abgemeldet. Ja. Das ist hohe Gras in der Rubin. Nee. Und das hohe Gras in der Rubin in diesem Regengebiet. Vor der Flugarena. Ja. Warum regnet es eigentlich immer bei der Flugarena? Ich regne jetzt auch. Da wäre jetzt was entwert. Ja, ein AP Plus ist. Okay. Du weißt, wie das erstmal, Tinti. Was? Ah, was? Das ist sicher. Aber dann geht's vielleicht im Hohengras nicht. Das ist peinlich. Nichts mehr. Ihr Pros. Es ging aber immer. Es ging definitiv. Ja, ja, wird jetzt auch gesagt. Oh Mann. Wir können ja eine Abstimmung machen. Ja, fürs. Okay, comment, like, subscribe. Ja. Hey, guys. Not gemacht hier. Das ist geil von dem Sinn. Du bist ein Comment. Du bist. Wir müssen da jetzt rüber. Oh, Idiot! Der schneidet auf das Gras, David. Ja, halt's mal. Ein wildes Kuh erscheint. Wir haben einfach Schutz hier unten rum, David. Das heißt Kunada. Unten rum. David nimmt Schutz unten rum, sonst kommt die Erinnerleiterin wieder. Gut, wir nehmen Schutz unten rum. Wir sind ja eher an Uratütox vorbei. Ist eh alles zu spät. Wo ist das denn das? Die ist Pfeilfeder. Und wir können mal schauen, was sie bringt. Spezialverteidigung. Ja, geht mal unserem Haupt-Pokémon. Wir müssen uns nachher eine ganze Stunde lang auf diese Brücke stellen und Federn einsammeln. Definitely. Also, ich glaube, ihr habt dann noch eine sehr lustige Folge nachher. Wenn wir eine Stunde lang Federn sammeln. Sag mein Handy klingelt, bitte. Was hast du für ein Kill, Donny? Ich hatte eine Katze gerade auf Kopfdachung in der Küche getrunken. Hast du Schutz eingesetzt? Ja. Cool. Geh mal in das Haus. Katze ist sehr musisch. Ich frage mich immer, welche Leute wohnen in solchen Häusern. Musisch. Der heilige ist denn. Ich bin der Neger. Nee. Ja. Gibt's eigentlich. Es gibt ja keine schwarzen Menschen in Pokémon, kann es sein? Fällt mir dafür auf. Doch, Rocco. Verdammt. Und es gibt ja, auch mal so schwarze Arena-Leiter. Aber nicht richtig. Die sind doch alle nur gebräunt. Ja, stimmt schon. Ach, es ist noch höheres Gras, was geht, ne? Nee, das ist dunkles Gras, da kommen Doppelkämpfe. Sogar wenn das mal nicht. Nee. Wer war die Mutter? Hallo Osama! Ich bin's, deine Mutter! Wie geht's dir so? Ach, auf Uni 7 bist du gerade unterwegs. Mach keine Sachen. So. Du hast ja schon einiges an Weg hinter dich gebracht und viele Kinder gezeugt. Aber sag mal, passt du mir auch schön auf deine Pokémon auf? Ohne sie wärst du nie so aufgekommen. Was hast du alles deinen Pokémon zu verdanken? Also behandle sie auch dementsprechend. Hoppla, da kam gerade etwas strenger rüber, als es gemeint war. Da hat sich wohl der Trainer in mir zu Wort gemeldet. Also gut, ich lege dann auf. Sag mal, kurze Frage, warum haben die Typen eigentlich nie Väter? Der einzigsten Vater, ja, der stimmt, ist in der Rubin-Edition der Arena-Leiter. Der Arena-Leiter, ja, der normale Arena. Ja. Ansonsten haben die doch nie Väter. Nee. Echt frech. Echt. Und so ein Scheiß. Genauso wie ich keine Schwarzen gibt. Ja, mal. Wenn du das gibt's. Hauptsache ist. Jens, aber soll es darstellen? Ja, haben wir noch gedacht. Es hat so eine Lebenskurve in sich. Okay, verbrennen wir es. Also irgendwie sind Pokémon-Kämpfe langweilig mit so einem wilderen Pokémon. Geräuschbar. Mm-hmm.
Mag jemand anders mal F drücken? Nein. F spielt nicht ohne. Okay, beim nächsten. Man muss ja wieder einen Cut machen. Fünf noch. Okay, wenn du sagst, dann kann sie fallen. Nein, nicht auf Molzbalken. Sonst fallen wir runter und fallen auf den Kopf und dann sind wir blöd. Blöd. Wir haben doch den Schmutz an. Na und? Wir haben Müll an. Nee, Müll haben wir nicht dabei. Wir haben Schmutz an. Boah, ich hab gar nicht groß, ganz recht. Okay. Der Clown ist schwellig. Ist kaputt, Junge. Was ist denn das für ein Schwindel? Oh, geil. Guck mal, eine Planke. Dunkel. Nicht die Piratenplanke. Mendelbär. Was ist denn an der Panero-Hülle vorbei? Oh, Chiron. Lass uns testen, wer von uns beiden Trägern des Jet-Orden stärker ist. Ich habe mein Baguette wieder dabei. Ich habe mehr Baguette dieses Mal dabei. Ich habe schon, weiß ich nicht, ich muss nachschauen. Ich habe 4 Baguette. 4 große Baguette. Und 2 Wein. Ach, oh, ich habe mein Fasanu. Es passt gut aus Baguette, wenn es ordentlich zurechtschneidet und ein bisschen quetscht und verbrennt. Erfahrungsgemäß. Aber wie war die Empfehlung für dieses Vieh? Und das war doch auf einer Flamme rösten. Ja. Im freien Feuer. Und war vorher das Plastik entfernt, das ist nicht so. Ja, genau. Plastik entfernt damit. Elf Folie, der Außenraum. Aber schau immerhin in die Aluminiumfolie, habe ich diesmal gedacht. Ja. Dafür ist es noch nicht ganz klar. Ja, siehst du, jetzt wirst du nur ausgelacht, weil du es geschafft hast. Das bringt eigentlich von mir. Oh, klar, bist du stark, aber. Ja, wir können nur noch Angriffsattacken einsetzen. Echt schrecklich. Oh Mann. Nachdem wir das so viele haben, die uns Verteidigung und so weiter erhöhen. Fasano wurde besiegt. Oh, Level 51. Wir werden echt krass gut. Und ins Wort drüber. Können wir weiter. Hat der immer noch nicht seine hohe Entwicklung? Nein. Ein Level davor, ne? Was macht man? Abschluss. Oh, wir machen, ich weiß es nicht. Randstempel. Stimmt, das wiegt ganz schön wenig, glaube ich. Das wiegt 200.000. Wir könnten mal nachschauen, was das uns seine Entwicklung so bieten. Dann könnten wir uns überlegen, wie Brandstempel stark ist. Na, ja, machen wir in der Pause. Ach nee. Oh nee, das hat Überreste. Wo hat der Überreste? Die hat er bestimmt im Mülleimer gefunden. Oh, ich hasse auch einen Stoß. Ich habe diese ganzen Watsche gegen meine Pokémon. Gegen meine Baguette, ich meine. 1447, okay, nicht schlecht. Cleopatra, schmeckt eine Katze. Nee. Okay. Auch nicht, wenn ich sie langsam im Wasser koche. Doch, dann vielleicht. Okay, probieren wir es. Mogelhieb, das ist so fies. Ich hasse dieses Vieh. Wie hieß denn die erste Entwicklung? Die erste Entwicklung war Otaro oder sowas. Otaro und dann kommt Zwotri. Oh, nicht mein Cleopatra, oh nein. Cleopatra ist tot. Das ist verkehrt. Kaputt. Oh Gott, jetzt kommt wieder die Scheiße, die am Dampf ist. Ja. Meine Dampf in der Scheiße kann ich. Swatwein wiegt 24 Kilo. Was? Was? Das wüsste ja eigentlich so. Schau mal nach schwerstes Pokémon. Und Admurai wiegt 94. Okay. Aber 94 ist schon zu viel. Da haben wir minimalen Angriff. Ja, wann haben wir mal? Nein, ja, Pokémon kennt doppelt ist. Spaß, aber nicht so viel. Aber wenn das Doppelte wiegt, dann wiegt noch 150. Oh, da kommt der Lauro. Das schwerste Pokémon ist doch Weilord, ja, oder? Ja, sag doch mal einfach. Was? Normal, der Lauro kommt da gerade. Aha. Achso, wir brauchen einen Aussie. Mach doch Lauro. Aussie. Ja. Das ist doch noch der. Das ist der Lauro. Das ist der Lauro. Der ist gar nicht. Ihr breites Head aus Trainer schon einen ganzen Schritt weiter als zuvor. Ich habe eine Idee. Guck mal meine Haare an. Das will ich auch können. Ja, den. Achso, der ist es. Und ich frage mich noch, ist das der Champ Lauro? Ich bin schwach und habe der Ehre verloren.
auch wenn ich mir hundertmal gesagt wird, auch wenn mir hundertmal gesagt wird, dass es ein guter Kampf gewesen sei, ich schäme mich dennoch maßlos. Also wirklich macht dir das Leben nicht schwer. Ich hab das vorhin ehrlich gemeint. Du hast allen Grund zur Freude. Ach so, ich hab dir diese Frage bereits einmal gestellt, aber ich bin immer noch nicht kein Deutsch schlauer. Wo ist Osten? Oh, stärker zu werden und schließlich den Rang eines Champs zu erringen, das würde mein Leben einen Sinn geben und mehr als Beweis dienen. Ich will nicht immer alle Kriege verlieren. Du erinnerst mich sehr an Eugen. Er ist in der Tat überall. Es ist in der Tat. Du bist. Scheiße! Es ist in der Tat überall sehr wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Und doch wichtiger ist zu wissen, dass die Mauer da ist. Was man nach dem Erreichen des Ziels tun möchte. Das heißt, in deinem Fall, wie man die gewonnene Stärke später einsetzen möchte. Hier bitte, das ist für dich. Oder ich will auch. Du gehst natürlich auch nicht leer aus. Ja, alles klar. Geil! Gleiche. Wow! Na fuck, jetzt müssen wir unser Ende weiterlegen. Setzt du die Attacke Surfer ein, kannst du auf dem Wassertisch fortbewegen. So, das war's. Und meine jungen Trainer, vergesst nicht die Wünsche der Pokémon an eurer Seite. Jetzt machen wir erstmal eine Pause. Also, Schmarrn, ihr müsst euch selber. Was will ich tun? Ich weiß noch nicht, daher setze ich vorerst einmal alles daran zu verstärken zu werden, damit mich jeder bewundert und, okay, Osama, das nächste Mal gewinne ich den Krieg. Jetzt machen wir erstmal einen Cut. Cheerio! Bis später. Boah, ich muss aufs Klo.